Katharina Böhm ist die Tochter des Schauspieler-Ehepaares Barbara Lass und Karl-Heinz Böhm, der als österreichischer Kaiser Franz in den Sissi-Filmen berühmt wurde. Kein Wunder also, dass sich auch die Tochter bereits mit 12 Jahren der Schauspielerei widmete. Als Clara in der TV-Serie Heidi schnupperte sie ins Filmgeschäft und blieb dem Business bis heute treu. Böhm hat deutsch-österreichische sowie polnische Wurzeln. Sie wurde am 20. November 1964 im schweizerischen Sorrengo geboren. Heute ist sie bekennende Münchnerin und lebt mit ihrem Sohn Samuel in Baltham bei München. Denn ein bisschen schrecken die Schauspielerin Großstädte ab. Sie sieht sich selbst als Landei, wie sie der Nachrichtenagentur Spotter News in einem Interview erzählte. In Die Chefin spielt Böhm seit 2012 die taffe Ermittlerin Vera Lanz. Ihre Filmografie ist endlos lang, denn die Schauspielerin ist seit frühester Jugend gut gebucht, dreht oft mehrere Filme im Jahr. Ihr Alter ist der 56-Jährigen kaum anzusehen. Dabei muss sie weder hungern, noch treibt sie wirklich Sport. Und warum ist sie so faltenfrei? Nun, Botox ist es zumindest nicht. Ich habe einfach Schiss, dass da was schief geht. Außerdem habe ich selten ein gutes Ergebnis gesehen. Es hat sich immer nur verschlimmbessert, nie verbessert, so Böhm. Und überhaupt habe sie keine Angst vorm Altern. Aktuell ist Böhm mit dem Regisseur Rick Ostermann liiert, der mit ihr und Sohn Samuel in Baltham wohnen soll. Er ist allerdings nicht der Vater ihres Sohnes. Über ihn und den leiblichen Vater ihres Sohnes hüllt sich Katharina Böhm in Schweigen.